Herzlich willkommen zur Kirche mit Deborah. So schön, dass du wieder dabei bist. Vielleicht bist du auch das erste Mal dabei, dann umso mehr. Herzlich willkommen in unserer schönen Runde. Du wirst sehen, auch im Chat geht es ab während dieser Message. Und das ist schön, so schön zu sehen, dass wir eine Family sind und da sind, um einander zu mutigen. Hier geht es einfach nur darum, dich zu stärken, dir Hoffnung mitzugeben und dir auch zu zeigen, was Gott eigentlich mit deinem Leben vorhat. Heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um deine Herzenseinstellung. Was will dir dein Herz eigentlich sagen? Das Herz ist ja eher leise und nicht so laut wie dein Magen, der knurrt, wenn er dir zum Beispiel das Signal geben möchte, dass er Hunger hat. Oder auch dieses Gefühl einfach, dieses Unwohlsein, das wir alle kennen, wenn wir uns zu wenig bewegt haben und wir spüren, hey, wir sollten mal wieder was tun. All das spüren wir sehr deutlich. Aber das Herz ist leise. Und das kann oft auch gefährlich werden, weil wir zu spät feststellen, dass wir was hätten machen sollen. Gestern hatte ich wieder Tennistraining und mein Trainer hat mir gesagt, Deborah, trink was. Und ich dachte so, hey, ich habe doch gar keinen Durst. Und er meinte, wenn du Durst hast, dann ist es schon zu spät. Dann ist dein Körper schon dehydriert. Und wenn dein Herz schmerzt, dann ist es oft, also dann ist es definitiv zu spät. Aktuell haben so viele Menschen Herzprobleme, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder auch einfach nur sehr große Herzschmerzen. Und ich meine jetzt nicht dieses Wort, das wir kennen, ich habe Herzschmerzen, sondern wirkliche Schmerzen. Ich habe das erlebt. Ich hatte diese Schmerzen und dachte, ich werde am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen. So stark waren die Schmerzen. Ich glaubte wirklich, ich würde sterben. Ich möchte dir gleich mehr davon erzählen, aber zuerst möchte ich dir heute einen Vers mitgeben, den wir alle kennen, aber der soll über der ganzen Message stehen, weil er nicht oft genug gepredigt werden kann. Sprüche 4,23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Ja, nicht einfach nur so ein bisschen, sondern mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Also in anderen Worten, wenn du auf dein Herz nicht achtest, dann wirst du nie das wahre Leben erfahren, das Gott für dich vorbereitet hat. Wie schade wäre das? Und wenn dein Herz schmerzt, dann bedeutet es, dass du schon viel zu weit gegangen bist. Ich war zu weit gegangen. Wer mein Buch stärker denn je gelesen hat, der wird merken, dass etwas passiert ist. Puh, dass ich zu viel zugelassen habe und nicht darauf gehört habe, was Gott mir eigentlich sagen wollte in der Zeit. Ich war viel zu sehr abgelenkt mit anderen Dingen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Das Endergebnis in meinem Leben war, dass ich zu einem Arzt musste, der mir einen Test ausgestellt hat. Burnout, Depression. Mama mia, wie viele Unterlagen ich hier habe. Wir haben Langzeit-EKGs durchgeführt, all mögliche Tests, weil wir davon ausgegangen sind, dass ich einen unregelmäßigen Herzschlag habe. Dass da was nicht in Ordnung ist. Ich hatte auch immer das Gefühl, mein Herz setzt aus. Das habe ich dem Arzt immer wieder gesagt, mein Herz setzt aus, da stimmt was nicht. Heute mit 3 Jahren Abstand weiß ich, nicht mein Herzschlag hat ausgesetzt, sondern meine Beziehung zu Jesus. Die Beziehung, aus der das ganze Leben quillt. Ich habe gestern mit einer Freundin, 9 Freundinnen telefoniert, die wie ich Essstörung hatte und jahrelang in Therapie gewesen ist. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich das sage, aber es ist wirklich so, als sie bewusst ihr Leben Jesus in die Hände gegeben hat und gesagt hat, jetzt mach du, ist sie heil geworden. Ich will Therapie nicht kleinreden, weil ich sie so wertvoll und richtig finde und es braucht es genauso sehr. Aber da war plötzlich ihr Herzschlag mit Gottes Herzschlag in einem und so konnte die Heilung stattfinden. Und meine Frage an dich jetzt schon zu Beginn dieser Message ist, hast du Aussetzer? Ich möchte echt radikal sein heute. Ich sage dir, du kannst nicht, wie in den Sprüchen es heißt, daraus quillt das Leben aus deinem Herzen. Du kannst nicht das volle Leben erwarten, wenn du Aussetzer in deiner Beziehung zu Jesus hast. Und ich habe gerade selbst Gänsehaut und ich weiß, dass das der Heilige Geist ist, der dir was sagen möchte. Ich glaube, dass manche von euch jetzt schon zuhören und wissen, oh, hier bin ich gemeint. Oh, ich lebe nicht dieses volle Leben mit Jesus. Ich habe Aussetzer in meinem Leben. Ich muss zu ihm zurück. Ich muss mit ihm einen Herzschlag haben gemeinsam. Aber wie komme ich dahin? Ich nehme dich mit, keine Sorge.
Ich möchte anfangen mit Paulus, 2. Korinther 8. Da geht es darum, um die Gemeinde in Mazedonien, und die haben schon so viel mit Gott erlebt, so wie du vielleicht. Es ist voll abgegangen. Aber wie das Leben halt so ist, jetzt in Südfrankreich hatten wir so eine schöne Luftmatratze. Und wenn die voll Luft ist, dann kann die so viel tragen. Wenn du neu anfängst, zum Beispiel mit Jesus zu gehen, du erlebst den Glauben das erste Mal, dann ist deine Luftmatratze so voll, dein Herz ist so voll, dass du denkst, ich kann alles. Ich will jetzt in meiner Kirche helfen, ich will ein Buch schreiben, ich will alles Mögliche und ich will heiraten. Dann lernst du jemanden kennen und du heiratest und du füllst diese Luftmatratze mit mehr und mehr. Aber in Südfrankreich, je mehr Personen wir auf dieser kleinen Luftmatratze gewesen sind, desto schwächer wurde sie. Ist ja logisch, dann geht ein bisschen Luft raus. Dann fängst du trotzdem an zu sinken, weil du das Gefühl hast, du musst jetzt alles aufs Mal haben, aber du vergisst, Gott zu fragen, was er eigentlich aus deinem Leben will. In dieser Beziehung mit meinem Ex, als mein großer Zusammenbruch dann kam, habe ich auch gedacht, ich kann mehr, 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 aber ich hab Gott nicht mehr gefragt. Und diese Luftmatratze hat ein fettes Loch bekommen. Und ich bin untergegangen. Und so ging es der Gemeinde in Mazedonien genauso. Sie waren so begeistert von allem, was passiert ist. Aber plötzlich, kennst du das, wenn aus diesem Meer, und ich erlebe mit Gott so viel mehr ein, hu, was habe ich, was kann ich davon rausholen? Also, da geht es plötzlich nicht mehr um, was kann ich dienen, wie kann ich anderen helfen, sondern es geht um dich. Du fängst an, ein bisschen mehr auf dich zu achten, egoistisch zu werden. Und das ist die große Gefahr. Und Paulus ist dort und er erinnert die Gemeinde. Wo fange ich denn an zu lesen? Genau, die wollen unterwegs aufhören. Sie haben ein bisschen das Feuer verloren. Vielleicht kennst du das. Vielleicht bist du auch verheiratet und du wolltest diese Ehe unbedingt. Du warst so lange Single und dachtest, ich werde nie jemanden finden. Und dann hast du diesen jemanden kennengelernt, aber plötzlich kamen dann die Kinder, die auch ein Traum waren, und der Job, der auch ein Traum war, und diese Luftmatratze ist plötzlich so beladen und du weißt gar nicht mehr, wieso du das wolltest, und es erdrückt dich und jetzt willst du vielleicht die Scheidung. Und du hast vergessen, wieso du das wolltest, weil du dich so beladen hast mit allem Möglichen, aber Aussetzer in deiner Beziehung zu Jesus hast. Und plötzlich hast du das, warum du das wolltest, vergessen und du siehst nur noch die Last und du glaubst, du musst sie alleine tragen, weil du ja keinen Kontakt mehr zu Jesus hast. Und du fängst an zu sinken. Und das, was du einst so sehr wolltest, vielleicht auch diesen Job, vielleicht diese Wohnung, und plötzlich stört dich alles. Plötzlich ist alles doof. Du wirst depressiv. Du bist schlecht gelaunt. Du wirst egoistisch. Du willst nicht mehr mit Menschen abhängen, weil dich alles nervt. Und egal, was die Leute sagen, du findest es doof. Und du glaubst, es sind die anderen. Aber frag dich, ob dein Herzschlag noch mit dem Herzschlag Gottes übereinstimmt oder ob du Aussetzer hast. Je mehr Aussetzer, desto mehr wirst du Zeit haben, weil du dich nicht mehr in die Kirche begibst, weil du nicht mehr an deiner Beziehung arbeitest. Du hast plötzlich so ein Loch, diese Depression, Zeit. Weißt du, dass der Teufel sich freut, wenn du zu viel Zeit hast? Weil das ist der Moment, in dem er dir einreden wird, dass doch klar ist, dass es bei dir nicht hätte funktionieren können. Dass es doch klar ist, dass dein Leben zugrunde geht. Dass es doch klar ist, dass diese Ehe nie hätte halten können, weil der Typ ist doch eh doof. Und du gehst raus und sprichst mit anderen. Und dann triffst du plötzlich Menschen, die viel interessanter sind, die aber vielleicht jeden Abend saufen und du fängst an zu trinken. Und für einen Moment bist du glücklich. Und diese Zeit killt dich, die du hast. Sie macht dich kaputt. Vielleicht springst du mit jemandem in die Kiste, einfach weil du Zeit hast. Und auch da wirst du nicht erfüllt werden, weil dein Herzschlag nicht mehr mit dem Herzschlag Gottes übereinstimmt. Und je mehr du dich mit dieser sinnlosen Zeit irgendwo hinbegibst, wo du keine Erfüllung findest, desto leerer wirst du werden. Desto tiefer wirst du da reinsinken. Desto mehr diese Lücken zwischen den Herzschlägen Gottes und deinem. Okay, und Paulus geht hin und erinnert sie. Und das will ich bei dir jetzt auch tun. Er erinnert sie, er sagt, und auch jetzt bringt dieses Werk der Gnade Gottes zu einem
entsprechenden Abschluss. Also so wie ihr es geplant habt, so wie es letztes Mal gelaufen ist, hört jetzt nicht mittendrin auf, weil plötzlich nichts mehr stimmt. Da ist das Wort Gnade. Gott schenkt Gnade, wenn du zu ihm kommst, egal wie sehr du versagt hast, egal wie oft du es vermasselt hast. Wenn du zurückgehst zu diesem Herzschlag, schenkt er dir die Gnade. Und er sagt, ich will euch also in dieser Sache lediglich einen Rat geben. Und das in eurem eigenen Interesse. Paulus tut es nicht für sich. Ich tue es nicht für mich. Ich will dein Bestes. Ich will dir einfach Gottes Wort mitgeben, damit diese Herzschläge wieder übereinstimmen. Und es geht in dem Moment geht es um die Geldsammlung. Sie wollten Spenden sammeln, aber die Menschen waren ein bisschen träge geworden. Wie ich gesagt habe, wenn du dich distanzierst von Gott, dann geht es dir mehr um dich. Dann bist du nicht mehr großzügig. Dann willst du nur für dich haben und du wirst geizig und geizig, weil du Angst hast, du kannst nicht genug haben. Und jetzt erinnert er sie und sagt: Schließlich wart ihr im vorigen Jahr nicht nur die Ersten, die die Geld zusammenlegten, ihr wart sogar die Ersten, die den Wunsch hatten, sich an der Sammlung zu beteiligen. Also, diese Ehe war mal dein Wunsch, dieser Job war mal dein Wunsch, was auch immer du angefangen hast, vergiss nicht, dass das mal dein Wunsch war. Und wenn es heute nicht mehr dein Traum ist und du alles doof findest, dann liegt es nicht daran, sondern dann ist es, weil du dich von Gott distanziert hast, von diesem Herzschlag. Und du musst zurück, zurück, zurück zum, wieso wollte ich eigentlich dahin, um wieder zu wissen, weshalb du heute hier stehst, um wieder voller Freude weitermachen zu können. Und dieser tolle Satz steht da, gebt entsprechend dem, was ihr habt. Gott wird nie sagen, gib mir mehr, als du hast und du musst dich jetzt zerreißen, um noch viel mehr ranzubringen. Gott sagt, gib mir das, was du hast, das, was du jetzt hast, auch wenn es ein Scherbenhaufen ist. Gib mir das. Das ist völlig genug, weil ich will nur sehen, dass deine Herzenseinstellung die richtige ist. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Okay, ich hab die Woche ein Hörbuch gehört. Ich interessiere mich im Moment für ganz verschiedene Dinge. Und da ging es um einen Geschäftsmann, der Tipps gegeben hat, wie man erfolgreich wird, wie man mehr aus seinen Finanzen macht. Und ein Satz ist wirklich geblieben in meinem Kopf, weil er sagte, willst du reich werden? Und da dachte ich, oh, jetzt kommt's. Und dann sagt er, dann sei großzügig, auch wenn du nichts hast. Eigentlich klingt es so, das war nicht mal ein Christ. Also nicht, dass ich wüsste. Aber er sagte, jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe zu wenig und es geht nichts voran, habe ich mich gezwungen zu geben. Und es ist einfach Gesetz, dass man dann viel mehr zurückbekommt. Also wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt nichts mehr, du bist so weit weg, wenn du Menschen doof findest, dann push dich, dann geh zu Menschen und umarm sie. Okay, aktuell dürfen wir das nicht. Aber zeig Liebe. Wenn du keine Liebe mehr hast oder du denkst, du hast keine mehr, dann zeig Liebe. Dann geh der Nachbarin Blumenstrauß kaufen, dann tu etwas. Großzügigkeit ist Leben. Ja, wenn du dein Herz behütest, dann quillt da Leben heraus. Großzügigkeit ist Leben. Also fang damit an, großzügiger zu lieben, zu umarmen. Okay, ein andermal, nicht immer umarmen. Ihr seht, mir fehlt das ganz arg. Und ich möchte dir das anhand eines anderen Beispiels aus der Bibel noch geben. Wir gehen zurück ins Alte Testament, 1. Samuel 25. Da geht es um Nabal. Ich weiß nicht, ob euch die Geschichte bekannt ist. David war mit seinen Soldaten auf dem Feld und es war so die Festzeit. Aber sie hatten nichts zu essen und wollten auch gern feiern. Und dort lebte Nabal. Ich lese euch das vor. 1. Samuel 25. In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkommen Kalebs. Er war sehr reich. Also seine Hände waren voll. Er hatte viel zu geben. In seinen Händen. Vielleicht sind deine Hände auch voll und du hast das Gefühl, ihr habt alles im Griff. Aber sein Herz war leer. Und das Herz, behüte dein Herz mit allem Fleiß, ist wichtiger als das, was du geben kannst. Als das, was laut aufschreit. Also dein Magen, der knurrt. Dein Herz, und das können wir nicht oft genug predigen, ist das Wichtigste überhaupt. Ja, daraus quillt das Leben. Er war sehr reich, ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Also damals war das der Trend. Das ist wie wenn du heute, keine Ahnung, die größte Internetfirma aufbaust, keine Ahnung. Also das war voll in Ziegen und Schafe. Und alle machen.
Danke. Also es war voll der Trend und seine Viehweiden lagen beim, egal, das spielt keine Rolle. Er hatte eine Frau namens Abigail. Ach, wie spricht man das aus? Abigail. Abigail. Heute nennen wir sie Abigail. Abigail. Okay. Die sehr schön und klug war. Hallo? Hallo, ich will auch, dass in der Bibel sowas über mich steht. Ich habe das sonst nie gesehen bei jemand anderem. Bei ihr steht, die sehr schön und klug war. Deborah, die sehr schön und klug war. Stefanie, die sehr schön und klug war. Konrad, der sehr schön und klug war. Hallo? Wie cool wäre das, wenn unser Name so in dem Zusammenhang in der Bibel wäre? Cool. Also muss schon was bedeuten hier. Nabal aber war grob und niederträchtig. Also ein kleiner Narzisst auf Deutsch, in heute übersetzt. Eines Tages kam Nabal nach Karmel, um seine Schafe zu scheren. Als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er 10 junge Männer dorthin. Also, long story short, David sagt, ich wünsche dir und deiner Familie Glück und ein langes Leben. Möge deine Herden immer größer werden. Ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. Und dann sagt er, wir haben eigentlich Hunger, bla bla bla. Und dann, darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich. Sie und ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. Er sagt nicht mal, gib mir was, was du nicht hast, sondern gib mir aus deinem Überfluss. Wir haben Hunger, wir würden auch gern feiern. Kannst du uns bitte was geben? Also höflicher hätte er das nicht machen können. Doch Nabal schimpfte. Was ist das für einer, dieser David, der Sohn Isais? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja nicht einmal, woher sie kommen. Was ist das bitte für ein Typ, dessen Hände voll waren, aber sein Herz war leer? Glaubst du nicht auch, dass er zu Beginn seiner Karriere diesen Traum hatte, ich will mal so viel Schafe haben. Es wäre doch toll, dass er mal ein volles Herz gehabt hat. Aber unterwegs sein Herzschlag plötzlich selbstständig geworden ist und nichts mehr mit dem Gottes zu tun hatte. Glaubst du, es ist so eine schöne Frau, also so eine kluge Frau? Was macht die mit so einem Mann? So oft erleben wir das auch heute. Ich selbst bin in sowas reingerutscht in meiner Beziehung mit meinem Ex. Aber es geht weiter. Ich finde sie der Hammer, dass es immer heißt, er schimpfte. Also er war wirklich böse. Also die Frau erfährt dann von dem, was der Mann gemacht hat, dass er sie nur weggeschickt hat, David und seine Soldaten. Und dass er sie angebrüllt hat, steht hier. Das ist doch verrückt. Und sie hat das alles hintenrum gut gemacht. Dieser Typ, wie heißt der? Nabal? Achso, der Name, by the way, die Bedeutung von dem Namen muss ich, bedeutet Tor. Also ein Narr auf Deutsch, ein Dummkopf. Das ist die Übersetzung seines Namens. Ist das nicht verrückt? Also nenn dein Kind besser nicht Nabal. Ich glaube, das passt nicht so gut. Und seine Frau, so klug und weise, wie sie war, hat dann hintenrum David und seinen Soldaten zu essen gebracht und wollte ihrem Mann das erzählen, aber der lag schon stockbesoffen auf dem Boden. Also du siehst, wenn du Zeit hast, wenn du egoistisch wirst, auch da, er ist im Alkohol verfallen, nicht mehr mit dem Herzschlag Gottes unterwegs gewesen. Diese Gefahr ist real und sie ist so groß. Und es ist eigentlich erschreckend, wie diese Geschichte weitergeht, aber wir sprechen ja übers Herz und wie wichtig es ist, dieses Herz zu schützen. Bin gleich da. Der Titel ist schon: Der Herr bestraft Nabal. Als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Seine Hände waren voll, sein Herz nicht voll genug, um anderen zu geben. Er war in bester Laune und schon völlig betrunken. Darum sagte Abigail ihm vorerst kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Wenn die Wahrheit des Licht Gottes plötzlich in dein Leben kommt und du siehst, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, diese Realität Gottes ist so mächtig, dass sie dich umhaut. Nabal hat einen Schlaganfall. Ich bin mir sicher,
Ihm ist bewusst geworden, was für ein schlechter Mensch er ist, wo Gott ihn doch so gesegnet hat. Seine Hände waren voll, aber er war nicht bereit zu geben. Es war alles nur ich, immer die Angst, zu kurz zu kommen. Aber reich wirst du nur, wenn du großzügig bist, sagt sogar dieser Mann aus meinem Hörbuch, der mit Gott nichts zu tun hat. Reich wirst du erst, und hier geht es nicht immer nur um Geld. Ich spreche hier von Dingen wie deiner Zeit, eben deiner Liebe, deinem Dasein für Menschen, wo du denkst, oh, was soll ich mit denen? Geh mal diesen extra Schritt auf Menschen zu. Nabal hatte einen Schlaganfall. Er war gelähmt. 10 Tage lang ging es so. Und ich glaube, dass Gott ihn in dieser Zeit vor die Wahl gestellt hat, ob er möchte, dass diese zwei Herzschläge wieder aufeinanderschlagen, Gottes und seiner. Nach 10 Tagen starb Nabal. Achte auf dein Herz mit allem Fleiß. Das ist kein Scherz, das ist kein Spaß. Gott ist es, der dir an jedem Tag den Atem schenkt, das Leben. Heute Morgen erst habe ich gedacht, krass eigentlich, dass ich leben darf. Das ist doch verrückt. Obwohl ich selbst, ganz ehrlich, war gar nicht glücklich, aus Südfrankreich zurückzukommen. Ich fühle mich dort viel wohler, ich bin effektiver, effizienter, ich kann besser arbeiten. Und hier habe ich das Gefühl gehabt, oh, alles bricht wieder auf mich ein und es ist alles zu viel, meine Luftmatratze geht unter. Und auch ich musste nochmal, und ich glaube, das müssen wir immer wieder, unsere Luftmatratzen anschauen. Was ist darauf zu viel? Was ist zu wenig? Für die einen von uns bedeutet es, Ja zu sagen, Ja zu mehr, Ja zu etwas, das schon lange eigentlich auf unserem Herzen ist, aber wir waren ein bisschen zu egoistisch oder nicht mutig genug. Aber für die anderen von uns bedeutet das auch mal Nein zu sagen, Ballast abzuwerfen. Und das Leben heute ist so anspruchsvoll, dass du es nur schaffen wirst, die richtige Balance in deinem Leben zu bekommen, wenn du Gott regelmäßig fragst, was ist dein Wille? Ich glaube, dieses Gebet habe ich nie so oft gebetet wie in den letzten Tagen. Führ du mich, zeig du mir deinen Plan für mein Leben. Was willst du von mir? Und wenn du das schaffst, als erste Priorität, vor deinen Wünschen, vor allem, wird Gott dir die Freude zurückschenken. Auch an dem, wo du dachtest, kein Bock mehr drauf. Das, was einst dein Wunsch gewesen ist. Und wenn du Gott an erste Stelle setzt und möchtest, dass sein Herzschlag mit deinem zusammenschlägt, wirst du nicht mehr davonlaufen, wenn es schwierig wird. Du wirst auch in diese Ehe neu investieren. Erinnere dich an das Warum hinter dem, was du machst. Das ist so, so wichtig. Oh, ich hatte einen Satz, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hin habe. Macht nichts. Gar nicht schlimm. Meine Frage ist, hast du Aussetzer oder schlägt dein Herz mit dem Gottes überein? Fühlst du eine Leere in deinem Leben? Bist du immer müde und immer frustriert? Bist du eher auf Distanz, was Menschen angeht? Fühlst du dich immer als Außenseiter? Oder fühlst du dich als Teil des Ganzen? Auch das hat mit dem zu tun, ob dein Herz mit Gottes Herzschlag übereinstimmt. So viele Antworten sind darin, Antworten auf deine Einsamkeit, weil was passiert ist, wenn du dich immer wieder von Gott jeden Morgen, jeden Tag, jede Sekunde, wenn du es brauchst, daran erinnern lässt, wie wertvoll du bist und was sein Plan für dein Leben ist. Dann wird er die Dinge automatisch aus deinem Leben wegnehmen oder du wirst sie weise erkennen, wenn du davor stehst und wirst wissen, das brauche ich oder das brauche ich nicht in meinem Leben. Ich selbst habe mir in meiner Beziehung ganz viel von meiner Matratze nehmen lassen. Er meinte immer, Deborah, es ist leichter, wenn du nicht mehr so viel tust, in so kleinen Gemeinden unterwegs bist, da verdienst du auch zu wenig Geld. Du hast immer nur Stress, du bist immer nur am Rumfahren, du hast gar keine Zeit, auf meinen Partys zu sein. Da ging es ja viel um Partys. Und er hat das aus meinem Leben genommen. Ich habe es mir nehmen lassen. Ich dachte, vielleicht hat er recht, vielleicht ist es gar nicht so wertvoll, was ich tue. Aber ich habe mir das von einem Menschen einreden lassen, dessen Herz leer war, dessen Hände voll waren,
Aber sein Herz war leer. Oh, Geld hatte er. Reichtum, Luxus, Champagner, alles. Aber das Herz war leer. Und weil ich immer wieder Aussätze hatte in meinem Herzschlag mit Gott, habe ich mehr Zeit gelassen, also mehr Raum, um für den Teufel reinzusprechen und mir zu sagen, ja, das bringt ja gar nichts, was du da machst. Ich habe nicht mehr gesehen, dass Leben verändert worden sind durch das, was ich tun durfte. Auch wenn es mega viel Arbeit war. Aber ich war nie müde, weil das auf meine Luftmatratze gehört hat und Gott die immer wieder aufgepumpt hat und ich so viel Erfüllung in dieser vielen Arbeit gefunden habe. Nicht alles, was zu viel ist in deinem Leben, ist Stress und macht dich kaputt. Wenn du unterwegs bist mit Gott, gibt er dir dieses Unfassbare von ganz unterschiedlichen Seiten an Kraft, an Stärke, an Freude. Aber mein Ex hat ein Loch in meine Luftmatratze gebohrt. Ich habe es zugelassen. Und ich bin versunken. Und als er mich dann hängen lassen hat, weil sein Herz leer war und seine Hände voll und er dachte, dann kann ich halt gleich noch eine andere Frau haben, ist meine Luftmatratze untergegangen. Und ich musste erst wieder zurück zu Jesus und sagen, okay, ich habe voll versagt. Das ist nicht mal seine Schuld, das ist meine Schuld. Ich hatte Aussetzer. Und ich habe zugelassen, dass der Teufel reingeredet hat. So funktioniert sein Spiel. Meine Frage an dich ist, hast du auch so Aussetzer? Hast du auch andere an deiner Luftmatratze rumbohren lassen? Bist du auch dabei unterzugehen? Obwohl das, was auf der Luftmatratze ist, doch einst dein Traum gewesen ist. Aber jetzt erdrückt dich der Traum und du merkst, das liegt daran, dass ich plötzlich alles egoistisch gemacht habe und alleine versucht habe. Und ich habe gar nicht mehr diesen gemeinsamen Herzschlag mit Gott. Dann will ich jetzt für dich beten. Erst einmal möchte ich für dich beten, wenn du heute das erste Mal dabei bist. Das erste Mal von so einer Beziehung mit Jesus hörst, der sich sogar danach sehnt, dass ihr einen Herzschlag habt. Er möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden, steht in der Bibel. Und wenn du sagst, ich wusste das nicht und ich brauche eine Beziehung mit Jesus, ich will ihm mein Herz geben, weil ich allein kann darauf nicht aufpassen. Ich möchte, dass er, der Schöpfer meines Herzens, mein Leben hat, mein Herz hat. Wenn du das heute das erste Mal sagen möchtest, dann schreib jetzt Ja in den Chat mit Ausrufezeichen. Und ich möchte gleich für dich beten, wenn du das bist. Schön, dass du diesen Schritt wagst, weil hier geht's um alles. Hier geht's um dein Leben. Hier geht's um dein Leben. Also ein fettes Ja. Und wenn du sagst, ich bin zwar mit Jesus unterwegs seit einiger Zeit, aber ich merke, dass mein Leben voller Aussetzer ist. Und ich merke, dass ich auch unzufrieden bin dadurch. Ich merke, dass das, was einst mein Traum gewesen ist, plötzlich nicht mehr mein Traum ist und schwer auf mir lastet, aber ich erinnere mich gerade, dass ich ja eigentlich einen Auftrag hatte damit und ich möchte die Freude zurück. Dann gib mir jetzt auch ein Ja in den Chat. Nee, nicht mir, gib ihm dein Ja, aber zeig es mir im Chat. Ich möchte auch für dich beten. Es ist zu wertvoll. Wir haben zu wenig Zeit. Wir können so vieles bewirken auf der Welt, aber wir brauchen ein fettes Ja dazu. Ich möchte jetzt für euch alle beten, wo ihr seid. Schließt die Augen und zuerst möchte ich für dich beten, der du Ja zu Jesus gesagt hast. Vielleicht hast du dich auch nicht getraut, es in den Chat zu schreiben. Aber du möchtest dein Leben Jesus geben. Dann bete ich jetzt ein paar Sätze für dich mit dir mit. Ich bete sie dir vor. Du darfst sie in deiner Wohnung, in deinem Zimmer nachbeten. Gib dir Zeit zum Nachbeten. Sprich sie bewusst aus, die Worte. Und dann werde ich für alle beten, die sagen, sie wollen zurück zu Jesus, zu diesem gemeinsamen Herzschlag. Jesus, ich komme zu dir. Danke, dass ich heute von dir hören durfte. Und ich merke, wie sehr ich dich brauche. Ganz bewusst sage ich Ja zu dir. Heute gebe ich dir mein Leben, mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Danke für deine Liebe. Von heute an gehöre ich ganz dir. Amen. Amen. Erstmal einen Riesenapplaus. Yay! Yeah.
Wir freuen uns. Und jetzt bete ich noch für alle anderen. Jesus, ich danke dir, dass wir so viel immer wieder von dir lernen dürfen. Ich danke dir für die Gnade, die du mitgibst, ja, dieses Werk, was wir zu Beginn auf dem Herzen hatten, zu vollenden. Auch wenn es verloren gegangen ist bei vielen von uns, bitten wir dich erstmal um Vergebung. Danke, dass du unsere Sünden vergibst und dass du uns immer liebevoll zurückführst. Und heute möchte ich das aussprechen über jeden Einzelnen, der heute erkannt hat, ich habe Aussetzer im Leben. Mein Herz hat nicht mehr mit dem Deinen übereingestimmt und gemeinsam geschlagen. Ich möchte zurück zu dem. Ich bitte dich, zeige jedem Einzelnen von uns, wo du uns haben möchtest. Schenk uns eine neue Freude, Stärke, Leidenschaft für das, was du uns, jedem Einzelnen, aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich um einen großen Segen darüber, um Bewahrung und Schutz für den Traum von jedem Einzelnen, wie auch immer er aussehen mag. Ich bitte dich um Heilung von Ehen, von Beziehungen, Freundschaften, familiären Beziehungen. Und ich bitte dich um neues Leben. Hauch du uns allen neues Leben ein. Wir wollen alle zurück zu dir, damit unsere Herzen miteinander schlagen und wir Wunder über Wunder erleben werden. In Jesu Namen bete ich das. Amen. Amen. Hey, heute ging es ein bisschen länger, aber ich glaube, das war es alles mal wert. Und nimm dir doch jetzt nochmal Zeit und überprüfe dein Herz, check die Lage deiner Luftmatratze. Und wieso verbringst du nicht noch ein bisschen Zeit im Gebet? Ich freue mich, euch wiederzusehen nächsten Sonntag. Hab einen wunderschönen Tag und eine super starke Woche. Und vergesst den Herzschlag nicht. Gemeinsam seid ihr stärker.